Guten Tag, ich bin Nathalie, 28 und möchte über meine Generation sprechen. Meine Generation hier in Deutschland. Deutschland ist groß und viel kaum fassbar, deswegen habe ich diesen Stuhl. Er symbolisiert Deutschland und da ich ein Teil davon bin, nehme ich jetzt einfach mal Platz. Ich bin Nathalie, 28 und möchte über meine Generation sprechen. Denn diese Generation abonniert keine Tageszeitung. Es ist so, dass wir eben nicht bereit sind, Geld auszugeben für eine limitierte Anzahl an lokalen Nachrichten. Wir sind auch nicht bereit, Geld auszugeben für eine mangelnde Reichweite und Qualität der Nachrichten. Und wir sind auch nicht bereit, Geld auszugeben für eine gewisse demokratische Meinungsfreiheit, die eben nicht besteht. Also bei der Veröffentlichung unserer Leserbriefe. Deswegen heißt es, freie Meinung für freie Bürger bei den Tageszeitungen. Für mich ist es eine klare Fehlanzeige. Fakt ist, und die Statistiken, die beweisen das auch, dass die Tageszeitungen aussterben. Unsere Firma, die heißt Wiki Merkur und ich bin Mitgründerin dieses jungen lokalen Informationsportals. Wir sind zwar noch in der Entwicklungsphase unserer Webseite, aber bei Fertigstellung wird es eine Aufteilung geben nach Nachrichten, Kleinanzeigen, Veranstaltungen und auch verschiedenen Community-Möglichkeiten. Das haben natürlich schon so einige Mitbewerber probiert, wie eben auch meinestadt.de, aber Wiki Merkur revolutioniert jetzt an dieser Stelle den Markt und deswegen haben wir auch schon einen Markenrecht, einen Markenschutz darauf. Die Alleinstellungsmerkmale an dieser Stelle sind die kostenlose Informationsbeschaffung, dann einfach diese flächendeckende Reichweite nationalweit und vor allem auch die Aktualität. Nichtsdestotrotz, es stehen über diesen Alleinstellungsmerkmalen vor allem eben die demokratische Meinungsfreiheit gemäß unserem Motto freie Meinung für freie Bürger. Die Informationen bekommt Wiki Merkur einerseits von den Städten und Gemeinden mit deren Pressemeldungen, die sie kostenlos bei uns veröffentlichen können, dann von der Deutschen Presseagentur, DPA, die bei uns eben die Weltnachrichten überlassen, vor allem aber von den Bürgern, weil diese können, egal ob sie Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Parteien sind, halt eben kostenlos ihre Inhalte schreiben und bei uns veröffentlichen. Die Finanzierung von Wiki Merkur, die regelt sich zum einen über Werbung von Unternehmen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, zum anderen eben auch über Amtsblätter von den Städten und Gemeinden. Wenn man jetzt bedenkt, dass eine Stadt mit zum Beispiel 50.000 Einwohnern 500.000 Euro zahlt für die Veröffentlichung eines Amtsblatts, dann ist das sehr viel. Bei uns gilt 50.000 Einwohner 50.000 Euro. Und das sind Steuergelder. Es ist so, dass das letztendlich auch die